Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder eine Top-Model-Challenge. Hallo, ich bin auch dabei, Kati. Eva und ich werden jetzt beide gleich einen Zettel ziehen. Da steht ein Name drauf, entweder Talita, Hayden oder Miju. Und je nachdem, welchen Zettel wir ziehen, in dem Buch gestalten wir dann ein Outfit. Und ihr habt diesmal abgestimmt, welches Thema wir haben. Und es waren mit über 50% das Freizeitpark-Outfit. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich drauf. Ja, sehr interessantes Thema. Ich ziehe einfach genau, schon mal, okay? Zieh mal. Ich rühre die nochmal ein bisschen durch und ich nehme den Zettel hier. Dann schnappe ich mir den. Und ich habe Miju. Ich habe Talita. Okay. Und ich würde sagen, los geht's. Wir haben beide eine Viertelstunde Zeit und dann treffen wir uns hier wieder mit dem Ergebnis. Ihr könnt in diesem Video natürlich auch wieder abstimmen, wer von uns beiden die Aufgabe besser löst, welches Outfit euch besser gefällt. Und ich schaue jetzt erstmal, was wir hier für schöne Sachen drin haben. Also hier seht ihr schon mal das Back-to-School-Outfit aus dem letzten Video. Und ich gucke erstmal. Also hier sind die Haare alle glatt, hier gibt es so einen Dutt, aber es gibt ja auch die Frisuren hier hinten drin und da haben ganz viele von euch vorgeschlagen, auf jeden Fall mal einen von diesen Köpfen auszuprobieren und das werde ich diesmal auch machen und ich schau mal, was ein gutes Freizeitpark-Outfit sein könnte. Da würde ich eher zu sowas Entspannten tendieren, also auf jeden Fall keine Schuhe hier mit 7-8 cm Plateau. Und auch keine zu kleine, zu niedliche Handtasche. Ich glaube, dieser Zopf hier ist auf jeden Fall praktisch. Den nehme ich. Und dann schaue ich mal weiter durch, was denn eine gute Hose sein könnte. Ich starte immer gerne mit den Hosen und arbeite mich dann so ein bisschen nach oben hin vor. Ich glaube, ich nehme diese Hose mit den flachen Schuhen dabei. Die sind ganz cool mit so einem Leo-Muster drauf in Gelb. Ich dachte erst, es wären Nieten, aber es ist so ein kleines Leo-Muster. So eine Jeans-Leggings in Schwarz. Ups, gerade aufkleben. Okay, die Hose ist schon mal da und jetzt suche ich auf jeden Fall ein cooles Oberteil dazu. Die Hose ist ja eher schlicht. Vielleicht dieses bauchfreie Top, aber dann müsste ich das auf jeden Fall noch mit einer coolen Jacke kombinieren. Okay, erstmal das bauchfreie Top dazu. Oh nein, das ist keine gute Idee. Das passt hier gar nicht. Sie hat ja so ein längeres Oberteil an. Da muss ich einmal umplanen. Mal gucken, ob ich die Hose wieder abbekomme. Das geht. Okay, die Hose einmal ab und dann suche ich mir einfach eine andere Grundlage. Und mal schauen, ob ich was finde, wo ich dann auch noch die Frisur mit integrieren kann. Und das geht hier. Der Kopf muss ja auch drüber passen. Ihr seht, sehr geplant alles von mir. Okay, ist aber auf jeden Fall super niedlich, dieses Oberteil. Und ich schaue mal weiter. Diese Weste ginge. Die pinke. Aber vielleicht auch nicht so ganz praktisch. Oder einfach so ganz entspannt hier so ein Shirt um die Hüften. Sind natürlich auch coole Accessoires dabei. Eine Kette gibt es noch dazu. Da steht einmal Crazy drauf. Und dann schaue ich mal, ob ich noch eine Handtasche finde, die dazu passt. Aber ich glaube, so von der Armhaltung her wird das so ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja auf jeden Fall noch die andere Frisur. Die habe ich hier. Auch mit so einem ganz leichten Make-up dabei. Ein bisschen Lipgloss drauf. Okay, dann verzichte ich hier einmal auf
die Handtasche. Also so ein ganz entspanntes Outfit, flache Schuhe, damit man schön viel laufen kann. Keine zusätzlichen Accessoires, Taschen oder so, die dann irgendwie verloren gehen könnten während der Fahrt. Also wirklich das perfekte Outfit, um viel Achterbahn zu fahren, um sich richtig auszutoben im Freizeitpark. Und ich bin natürlich auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr dieses Outfit? Würdet ihr so in den Freizeitpark gehen? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Jetzt will ich erstmal gucken, was da überhaupt alles so für Outfits dabei sind. Also wir haben hier so eine etwas schickere Jacke, ein Oberteil. Hier so ein Pulli mit einer kleinen Handtasche. Oh, das ist auch süß, mit einem Panda-Bären. Ich überlege nämlich jetzt gerade, in so einem Freizeitpark bleibt man ja meistens so den kompletten Tag. Vielleicht ist es morgens erst ein bisschen wärmer, mittags, und dann abends wird es etwas kühler. Ich würde so ein Outfit nehmen, was man irgendwie so kombinieren kann, wo man vielleicht irgendwie eine Jacke ausziehen kann, wieder anziehen kann. Außerdem festes Schuhwerk. Man darf ja nicht irgendwie so lockere Schuhe verlieren, wenn man dann auf der Achterbahn ist. Oh, das finde ich total süß. Das ist so ein Kleid, glaube ich. Sieht aber ziemlich gemütlich aus. Also, ja, ich glaube, das ist schon mal so in der engeren Auswahl. Ein Rock finde ich auch unpraktisch. Stellt euch vor, man sitzt dann da auf der Achterbahn und dann kann man da unter den Rock gucken. Keine gute Idee. Mal schauen, was hier noch ist. Ach, auch so eine weite Hose. Nicht, dass man noch irgendwo hängen bleibt oder so ein enges Kleid. Ist auch keine gute Idee. Und das hier finde ich ein bisschen zu schick für einen Freizeitpark. Ein bisschen schwierig wird das. Ja, und hier so eine Lederjacke mit Nieten, das passt auch nicht zum Freizeitpark. Im Freizeitpark ist man eher so ein bisschen sportlicher angezogen. Man muss sich da auch ja gut bewegen können. Trotzdem, vielleicht scheint ja die Sonne. Eine Sonnenbrille werde ich, glaube ich, auch mit draufkleben. Aber bevor ich jetzt noch lange weiter rede, suche ich mir mal eine Seite. Da ist die Seite. Und ich glaube, das Oberteil, das habe ich schon entdeckt. Das finde ich so cool. Das nehme ich auf jeden Fall. Also für das Oberteil habe ich mich auf jeden Fall schon mal entschieden. Ich finde, das sieht super gemütlich aus. Und das ist auch so nicht so ganz dick. Also da kann man wahrscheinlich auch die Ärmel gut hochschieben. Und trotzdem, ja, ich finde es cool. Das werde ich auf jeden Fall schon mal aufkleben. Obwohl, vielleicht muss ich mir erst überlegen, welche Hose ich will, weil vielleicht ist ja die Hose unter dem Oberteil dann drunter. Ich würde sagen, so eine ganz normale Jeans und feste Schuhe, das macht Sinn. Also halte ich das erstmal hier und die Hose würde ich dann da nehmen, weil eine kurze Hose ist dann auch blöd. Wenn man da den ganzen Tag ist, bis abends spät vielleicht, dann wird einem vielleicht mit einer kurzen Hose irgendwann kalt. Und außerdem nicht, dass man sich da bei der Achterbahn irgendwo kratzt oder sonst was. Es ist gut, wenn man eine feste, gute Hose anhat. So. Andererseits, wenn man so im Sommer im Freizeitpark ist und dann so feste Schuhe hier hat, vielleicht ist es dann doch ein bisschen warm. Aber doch, ich glaube, das ist nur ganz cool. Wie passt ihr die Hose hier nicht? Hier unten sollen ja die Füße sein, aber die Hose sitzt ganz schön tief. Ja, doch. Also eine Hose, ich glaube, die ist auch so aus Stretch. Also mit der kann man sich gut bewegen. Feste Schuhe, damit man nicht irgendwo den Schuh verliert, sondern die sind richtig gut geschnürt. Und obenrum dann dieses Oberteil hier. Ja, ja, doch, so passt es. Ach, das ist so schulterfrei. Das habe ich natürlich jetzt nicht geplant. Vielleicht nehme ich da noch einen Schal oder so mit. Da war doch irgendwo noch ein Schal. Obwohl, so ein großer Schal, es ist ein bisschen zu warm, aber hier vielleicht so ein Tuch. Es ist ja auch manchmal zugig und windig da im Freizeitpark. Da sollte man auf jeden Fall sich nicht zu dünn anziehen. Und ich finde, der passt auch ganz gut dazu. Also der ist ein bisschen verrückt dazu, aber ich finde, das sieht irgendwie ganz cool aus. Den werde ich da jetzt einfach noch so mit dran kleben. Ja. So ein bisschen Mustermix mit den Panda-Bären. Dann schaue ich mal nach der passenden Frisur. Die kann man ja auch noch aufkleben. Vielleicht so ein geflochtener Zopf.
Das ist ein bisschen störend, wenn man dann irgendwie kopfüber da ist, dann fliegen einem die Haare überall hin. Das ist so eine aufwendige Frisur an beiden Seiten hoch. Ich glaube, das wird auch nicht so halten. Das ist auch ein bisschen zu schick. Ja, so ein Zopf, der wäre vielleicht auch noch gut, aber da hat sie so große Ohrringe. Nee, ich glaube, so ein geflochtener Zopf an der Seite. Ach ja, und ich habe ja gleich noch gesagt, Sonnenbrille brauche ich noch. Ja, das sieht doch sehr, sehr schön aus, finde ich. Cooles Outfit für einen Freizeitpark. Aber auf jeden Fall Sonnenbrille und eine Handtasche, finde ich, fehlt noch. Weil wenn man in einen Freizeitpark geht, dann nimmt man ja auch immer noch was zu trinken und so mit. Also die Schuhe passen schon mal nicht. Ketten lieber nicht, damit man irgendwo hängen bleibt. Dann Sonnenbrille. Welche passt denn da am besten? Vielleicht jetzt auch noch mal so ein... Ach, diese verrückte Pinke. Ich finde, man kann auch mal so ein bisschen so ein verrücktes Outfit hier haben im Freizeitpark. Und dann hier mit dem Pink und dann mit diesem Schal. Doch, das gefällt mir gut. Jetzt geht nur noch eine Handtasche. Mal schauen, ob ich da eine finde. Die kann man zwar auch nicht so gut mitnehmen dann auf die Fahrgeschäfte, aber man muss ja auf jeden Fall eine dabei haben, damit man da vielleicht noch die Sonnenbrille reintun kann oder den Schal reintun kann, wenn man den nicht mehr braucht. Hier sind gar keine einzelnen Handtaschen. Hier hat sie so eine Handtasche, aber das Outfit, nee. Ist denn hier nirgendwo mehr eine einzelne Handtasche? Ach, die Schuhe wären auch gut gewesen zu Turnschuhe. Ich gucke mal, ob ich die da noch drüber kleben kann. Ach nee, die steht so. Na, schade. Die hätte ich eigentlich noch besser gefunden. Die hätten auch voll gut zu dem Style gepasst. Aber die klebe ich dann einfach hier hinten wieder rein. Und eine Handtasche finde ich leider nicht. Die sind alle hier irgendwo festgeklebt. Ich könnte ja einfach eine malen. Ist das erlaubt? Ich male jetzt einfach hier so eine Handtasche hin, die sie dabei hat. Und ich frage da mal Eva gleich, ob das erlaubt ist. Und ansonsten müsst ihr euch die einfach wegdenken. Aber ich finde es schon eigentlich ganz gut, wenn die eine Handtasche dabei hätte. Ich habe ja schon gesagt, da hat man auch ja dann immer so Sachen drin, die man vielleicht später braucht oder was zu trinken oder sonst irgendwas. Vielleicht auch mit so einem Henkel. Also so hier oben habe ich jetzt so Griffe so zum Tragen dran gemacht. Und dann vielleicht noch so ein Gurt. Also der dann so... damit man sich das so über die Schulter hängen kann. So eine etwas größere Tasche, wo dann so ein paar Sachen reinpassen und die man sich auch umhängen kann und auch passen hier zum Outfit dann in so einem Schwarz. Ich glaube, das Outfit ist jetzt fertig. Ich bin sehr gespannt, was Eva designt hat. So, da sind wir beide wieder mit unseren kleinen Büchern. Und Eva, ich muss dich als erstes was fragen. Okay. Ich habe was dazu gemalt. Ist kein Problem, ja? Ich habe auch was dazu gemacht. Okay. Ich habe ein bisschen geklebt und geschrieben. Gemalt habe ich noch ein bisschen. Ich bin gespannt. Weil das gab es nicht, was ich haben wollte. Du überhaupt wirst sehen. Kein Problem. Okay, dann. So, ich muss blättern. Und hier kommt mein Outfit. Ich glaube, Meju ist aber auch so ein kleiner Rockstar, ne? Ja, die hatte, also... die hat sehr, sehr coole Sachen. Ich wollte ja eigentlich irgendwie so ein T-Shirt und eine Jacke oder so, aber die hatte dann nur so eine Lederjacke mit Nieten. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist cool, aber dann habe ich es aufgeklebt, dann war das schulterfrei. Da dachte ich, im Freizeitpark schulterfrei, das könnte ein bisschen frisch werden. Da zieht sie auch manchmal. Ja. Deswegen habe ich ihr noch diesen verrückten Schal umgeklebt und ich dachte, ist nicht so schlimm, dass da so unterschiedliche Muster sind. Ne? Also, ich glaube, das passt ganz gut zu ihr. Und dann hatte ich noch pinke Turnschuhe eigentlich gesehen, aber die konnte ich nicht aufkleben, weil die hier so breitbeinig steht und die Turnschuhe so zusammen waren. Und ich wollte ihr auf jeden Fall noch eine Handtasche mitgeben, aber die waren irgendwie alle auch an andere Outfits dran geklebt. Deswegen habe ich hier einfach noch eine Handtasche hingemalt, damit sie ihre Sonnenbrille wegpacken kann, Schal wegpacken kann, wenn es zu warm wird. Und ja. Ja, bei Talita ist es so, die hat einfach nichts mitgebracht. Die Sachen, die sie hat, sind bei ihr mit in der Tasche. Also Portemonnaie, was zu trinken und ihr Handy. Und auch flache Schuhe auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich hier für diese Jeans-Leggings entschieden. Ja, finde ich auch cool. Dann so eine kleine Jacke, so eine Bluse zum Überhängen, bauchfreies Top dazu. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben beide die gleiche Frisur. Sehr, sehr praktisch und schöner Fischgrätenzopf für den Freizeitpark. Ja, ich dachte mir, es ist irgendwie am praktischsten. Mhm. Ich wollte ihr erst einen Zopf oder so machen, aber die hatte sonst nur so gestylte Haare, die irgendwie so hochgestylt waren oder so an beiden Seiten so
ein Dutt. Und ich glaube, es ist am praktischsten, wenn man einfach so zu so einem Zopf genau. das Ganze zusammengeflochten hat. Auf jeden Fall. Ja, jetzt seid ihr wieder gefragt. Ihr dürft wieder abstimmen. Auf das kleine i klicken, dann kommt die Abstimmung runter. Und wer hat die Aufgabe besser gelöst? Wer hat das Topmodel besser gestylt? Da dürft ihr abstimmen. Hashtag Team Talita, Hashtag Team Miju. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch einfach unten in die Kommentare reinschreiben, was euch besser gefällt. Ja, gerne abstimmen und... Ja, vielleicht wollt ihr auch noch reinschreiben, wie hättet ihr das Topmodel designt? Welchen Style hättet ihr gewählt? Vielleicht sagt ihr auch, das ist absoluter Quatsch, so ein Oberteil im Freizeitpark anzuhaben. Das macht gar keinen Sinn. Man muss eigentlich was ganz anderes anhaben. Das könnt ihr natürlich auch gerne alles unten reinschreiben. Ja, und wir sind natürlich auch wieder gespannt auf neue Themenvorschläge. Zu welchen Themen sollen wir die Topmodels noch stylen? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Und dann sagen wir auch schon Tschüss für heute. Lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.